Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Wenn ich das schon wieder höre, ne? Er ist ein riesiger Dinosaurier, ne? Ein Skelett, Diamant, Dinosaurier, was auch immer sein soll, der macht Geräusche. Boah. In der letzten Folge haben wir uns mit Anselm und den Anti-Schwarzmantel Albtraum gekloppt mit Rico und ja, hab ich den Wolkenkratzer hoch, das wäre auch geil. Na, voll Nostalgie, oder Rico? Als er damals hier von dem Wolkenkratzer runtergesprungen ist. So. Was ist denn hier noch? Gar nicht. Kann ich einfach nicht hin. Okay. Dann gehen wir mal weiter mit Rico. Ne. Und ja, nein, wir können nicht mit Rico weitermachen. Wir müssen jetzt nämlich mit Zora weitermachen, vorher weiterkommen. Ja, okay, wir stehen hier direkt vor dem letzten Gebiet, nehme ich mal an. Gut, ich glaube, das erste Mal, dass wir irgendwie... Ich habe mit Zora gar nichts. Ist das nicht geil? Noch null Erfahrung, ich krieg sowieso keine Erfahrungspunkte. Lass mich mal ganz kurz gucken. Okay. Weiß nicht, ob das so gut ist. Ich habe einfach nur so random, aber wir werden das schon irgendwie schaffen, ne? Gut, ich habe mit Zora das Schlüsselschwert ausgerüstet. Einfach nur, weil, ja, ich möchte nicht mit so einem teuflischen Schwert mit Zora rumlaufen. Wäre schon irgendwie schaffen. Mal gucken, ob ich Anselm jetzt. Oh, Anselm müsste ich schon vorher gehabt haben, ne? Anselm. Okay. Dann gucken wir mal. Wer auf uns wartet. Wer auf Zora wartet. Und hier ist echt ein Speicherpunkt noch, ne? Ich hatte gewusst, ne? Ich bin die ganze Zeit jetzt immer hier hin und zurückgelaufen. Ich dachte jetzt, hier wäre nichts mehr. Also ja, ich dachte, ihr kommt jetzt schon direkt. Neue Item. Wieso steht da neue Item? Da stand neue Items gerade. Nichts noch, ich habe alles hier schon. Ihr lügt. Gut. Mit Ricos Finale sind wir noch nicht durch. Machen wir uns auf mit Zora. Gucken, was hier als nächstes passiert. Nein, ist die Festung der Organisation 13. Da wir ja in der echten Welt, die niemals wahr sind, ne? Hat schon ein bisschen unheimlich. Riku, Kairi, I found you. Who? Ven. Ven. Huh? Ein paar alte, bekannte Gesichter, die wir vor kurzem noch gesehen haben. Das war kein Ein zu diesem Zeitpunkt hier. Wir kommen gar nicht voran. Das muss Rico sein, ne?
Wir sind ja noch so als immer noch in den Traum gefangen. Wegen Break und Co. Und wir haben hier ein paar Flashbacks. Das Birth by Sleep. Ja, so war es ja schon so immer verwirrt, aber jetzt ist er wahrscheinlich ohne Ende verwirrt, ne? Whoopsie Daisy. Da ist der beste Charakter wieder. It was easy putting you into a second sleep and he almost woke you up. So then all that stuff I just saw. Did you put that in my head? No. That wasn't stuff. It was a dream. The falling asleep part was definitely our bad. But we can't put stuff in your head. Hey, I got an idea. Ask your heart. See if it's got a clue. Well, my heart was aching. That's why I kept going. Oh, thank you, Sora's heart, for pushing him right into our clutches. Aren't hearts great? Steer us wrong every time. You know, right? Because you all have hearts. Axel, and Roxas, and Naminé, and that other girl. I felt what Roxas felt. And they laughed together, got mad, and they grieved. You have to have a heart to cry. It's about time you noticed. Indeed. A heart is never lost for good. There may have been variances in our dispositions, but a number of us unquestionably showed signs of a burgeoning replacement. Once born, the heart can also be nurtured. Our experiments creating Heartless were attempts to control the mind and convince it to renounce its sense of self. But understand, one can banish the heart from the body, but the body will try to replace it the first chance it gets, or as many times as it takes. And so I knew, even after we were divided into Heartless and Nobodies, it was just a temporary separation. Why then? Why did you lie to them and tell them they had no hearts? Xemnas and Xehanort formed the organization for a specific reason. Round up a bunch of empty husks, hook them up to Kingdom Hearts, then fill them all with the exact same heart and mind. Translation? They were gonna turn all the members into Xehanort. Make more Xehanorts? You tricked your friends to... But you, aren't you scared of just turning into someone else? Was das angeht? Me? I'm already half Xehanort. Du war auch die erste Person. That's nuts! However... Sagt euch Sigmar, wahre Bösewicht der Serie. Weakness of will. Or weakness of trust. Most of the original members we had chosen for the organization were inadequate. Thus, naturally, they never had a chance to attain their goal. Yet, even this was to be expected. We have learned of the heart's folly, and we have achieved our other goals. This last excursion has proven to be a worthy closing assignment for the organization. Just stop it!
You treat people's hearts like bottles on a shelf, but they're not. Hearts are made of the people we meet and how we feel about them. They're what ties us together even when we're apart. They're what make me strong. Duh. You're strong because of the ties you have with other people. As if the Keyblade would choose a wimp like you. But no, Paladin. We see much bigger and better things in your future. Once you side with us. I know the Keyblade didn't choose me, and I don't care. I'm proud to be a small part of something bigger. The people it did choose. My friends, they are my power! Those are just words. You've lost. Fine. See where your power gets you here. Xemnas! Yours! Warum hat Sigma die Fähigkeit, andere zu sehen? So, jetzt kommen wir. Warum ist die Musik so leise? Das war eigentlich wahrscheinlich einer der besten Kämpfe in diesem Spiel. Ein netter kleiner Kampf zwischen Sora und Xemnas. Richtig geile Musik. As your flesh bears the sigil, so your name shall be known as that of a recusant. Auf diesen Kampf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Oh Gott! Im Gegensatz zu Ansem sind die Kämpfe gegen Xemnas awesome. Komm her. Wuff, 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 wuff. Weil der schön einfach ihn losgeht und nicht die ganze Zeit vor ihm wegrennt, nein, abfeuert. Er ist Sith Meister Xemnas. Sith Lord Xemnas, meine ich. Der Kampf ist, glaube ich, ein bisschen einfacher als der ganze. Oh Gott. Oh, die Musik. Buff und Buff und Buff. Jetzt voll viel Angriff aus dem zweiten Teil ein. Ja, jetzt vielleicht jetzt, Leute, ich glaube, ich bin jetzt tot. Ja. Gott, das war knapp. Ich komme gar nicht mehr auf den los, ey. Wenn man den nicht LP blocken hat wie ein Buff bei Sleep, hat wäre irgendwie voll broken, habe ich so Gefühl. Ja, geblockt. Oh. Ja, okay, noch mal vorsichtiger sein hier, habe ich so Gefühl. Ein Wiegra ist nicht gut, wir brauchen unbedingt mehr. Oh, was soll's, schaffen das schon. Ich habe sowieso geplant, nur diesen Part hier den Kampf gegen Xemnas zu machen. Ja, wir wollten gerade auf uns. Ne, aua. Ich weiß nicht, wie man diesen Angriff ausweicht. Komm her. Hier auf den Arm nehmen. Jetzt gar nicht zu uns um. Ey. Ich finde den Kampf gegen Xemnas so geil. 1000 mal mehr Bock als gegen Ansem. Willst du mich einzuschläfern? Nee, nee, die versuchen dich einzuschläfern, habe ich gesagt. Oh ja, wo, 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 tschüss. Mein Gott, sieht das viel ab. Was ist auf mich los oder nicht?
Kommt da jemand noch Ballon da? Du läufst in der Luft. Ich muss ein bisschen auf Distanz gehen, habe ich das Gefühl, weil der ist ein bisschen aggressiver als Anselm. Ja. War ja schon wieder getroffen, habe ich so gefühlt. Problem ist, Sora hat, glaube ich, ein bisschen weniger ab hier als Rico. Was ist das? Wieso auch Ballons? Also jetzt kommt das. Au! Man kann sogar dagegen springen. Nein, nicht der Wolkenkratzer. Komm her. Ja, nur schaffen. Komm, Wurf. Episch. Was geht, na? Paar Free Hits, ja. Ja, komm schon, awesome. Nicht so episch wie in Kingdom Hearts 2, aber trotzdem episch. Ich mag gegen Samus zu kämpfen. Ich hoffe, da kommt in Kingdom Hearts 3 auch wieder vor. Nein! Ich muss dich töten. Tut mir leid. Ein bisschen zu knapp. Oh Gott. Ja, ich muss ein bisschen Zeit schinden, damit Liga sich wieder auflädt. Oh Gott, der macht mich hier fertig. Was ist das? Nein, das darf nicht wahr sein. Mehr. Nein! Nein, der Pisser hat mich abgeschossen. Das darf nicht wahr sein, ey. Oh mein Gott, ey. Der hat mich eingefangen, ey. Das war voll die Kombi, ey. Der hat mich eingefangen. Wenn ich ihn getroffen habe, wäre er tot. Dieser Pisser. Genau. Oh, komm her, ey. Na, warte, das gibt's auch, dafür gibt es auch Fresse. Der macht immer die gleiche Kombi. Ich bin schon jetzt gleich tot, wenn er so weitergeht. Gar nicht wirklich von dem abhauen, der kommt immer direkt auf mich zu. Alter. Ich kann eigentlich die ganze Zeit nur blocken, das hilft, hilft vielleicht. Hier kommt, da drehen wir uns hier mal ein bisschen. Oh mein Gott, ehrlich? Er schläfert den einen, da bringt es auf jeden Fall. Oh Gott. Alter, ich. Oh Gott. Alter, ich bin schon wieder leicht tot, Mann. Hey. Junge, ich hatte dich auch gerade, Mann. Jetzt macht er mich schon so fertig. Gibt's doch jetzt einfach nicht. Alter, Junge.
Hab ich doch gerade beinahe erledigt. Jetzt macht er mich hier fertig. Soll nicht wahr sein. Komm her, Buff. Vielleicht doch nicht auf Vigra hier umsteigen sollen. Jetzt soll ich doch die ganze Zeit blocken. Was denn? Sich verbeugt oder was? Dann machen wir mal die hier. Halt mal auf, wenn jedes Mal, wenn ich mich angreift habe, direkt anzugreifen. Da habe ich auch richtig bescheuerte Angriffe, ne? Ja, ich block lieber hier. Ha. Oh Gott, ich war so gut wie tot. Merk ich gar. Er tut mich immer zwischen den Angreifen. Mann. Ja, als ob ich das jetzt überlebe. Wurde ich gerade nicht kaputt gehauen. Ich hatte noch nicht mehr als ein AP. Mein Gott. Wer jetzt schaffen, hallo? Das soll nicht wahr sein. Hatte ich doch gerade schon. Komm her. Das ist der Nachteil, wenn man seine Fähigkeit nicht irgendwie so gut ausrüstet. Da konnte ich eben die ganze Zeit, wenn es sein muss. Wurf. Deswegen sehen. Was ist das? Diese Herzen mich nicht heilen oder irgendwie so weiter, aber irgendwie viel besser. Ja, jedes Mal, wenn ich mich heilen hat, trifft er mich direkt. Ja. Ha. Was? Was zum Teufel? Wieso habe ich mich nicht geheilt? Was zum? Was war das denn jetzt? Warum habe ich mich? Mein Vigra ist abgelaufen aus irgendeinem Grund. Mein Vigra war abgelaufen, aber ich habe mich nicht geheilt. Was zum Teufel war das schon wieder? Vigra kann nicht abgebrochen werden. Ich habe Immunität. Was zum Teufel war das gerade? Oh, komm her, ey. Ich hab die Schnauze voll. Was war voll Bock gegen mich zu kämpfen, aber trotzdem. Warum ist das Ding immer noch? Ja, komm her. Hm. Er gibt mich in meiner Luft, habe ich das Gefühl. Ja, gut. Ja. Mach einen Backflip, nachdem ich dich von hinten angegriffen habe. Was? Das habe ich gewonshottet. Boah.
Wenn ihr glaubt, ich gehe jetzt noch mal zurück und tue meine Angriffe und so was alles hier umordnen, ne? Schafft den Kampf hier, ja, wer gelacht? Au! Oh mein Gott, vielleicht brauche ich irgendwas anderes hier. Ich brauche irgendwie dich oder so. Okay. Wieder jetzt auf dem Skateboard. Oh, jetzt macht er gar nichts, oder wie? Der Elefant den so verwirrt. Und dann bedürfte ich vor mir, wenn du mich nicht angreifst. Was soll das? Dieser Angriff tötet mich. Und schon wieder habe ich mich geheilt und er kommt direkt und greift mich an. Hör auf damit! Junge! Ich sehe nur hier die ganze Zeit hin und her teleportieren, ey. Ich habe als Paragleiter, ne? Habe ich irgendwo in der Truhe gefunden, glaube ich. Ne, von irgendeinem Traumfänger habe ich das gelernt. Oh mein Gott, ich kann nie irgendwie voll AP haben, wenn ich so cool. Nein! Ja, der hat. Dann mache ich weiter damit. Start. Ich habe einen Skateboard und einen Elefant. Dein Kommentar ist. Your commentary is invalid, oder was weiß ich. Ich weiß nicht, was du machst, aber mach es. Wir haben Feuer spucken. Oh ja. Komm, Sam, ich verkloppe dich mit einem Elefanten. Sagst du dazu? Das war gebracht irgendwie, habe ich das Gefühl. Okay. Wir sind wieder an dem Punkt angekommen, endlich mal. Aua. Mein Gott, warum ist der Kampf so viel schwieriger als alles andere? Ja, Mufasa direkt gleich, und so Gefühl auch. Vor allem irgendwie so ein. Kann getroffen werden? Das ist mein Dingen. Jetzt habe ich das auch noch vermasselt, ey. Ja, das gibt's doch jetzt einfach nicht. Komm her. Na, Samus, was geht? Ich bin der König des Dschungels. Bin natürlich pünktlich getroffen. Habe ich immer anzugreifen, nachdem ich. Boah. Komm her. Du Pisser, ey. Oh, warte, ich krieg dich. Wenn wir so ein Epic Standoff machen, so wie ich da den Birth by Sleep gemacht habe. Mit Terra Nord. So, komm her. Ich mache jetzt nur damit, wie gerade sich auflädt. Aber wie es aussieht, habe ich gleich erledigt. Mit den Elefanten. Ich treffen. Was ist das? Dreck. Jawohl. Oh mein Gott. War schon wieder schwieriger, als es eigentlich sein sollte. Wie habe ich den ganzen Part so gefüllt? Wollte ich so oder so machen.
Alter. Abweichlerzeichen. Haben wir was jetzt bekommen? Das wird nämlich jetzt erst erklärt. Ja. Ja, so fühle ich mich auch gerade. You again. You just make it too easy. I know you think you've won. But you lost the moment you dived this far in. You're in the deepest pit of slumber, and you've worn yourself down to nothing. There's no returning to the world above. What do you mean? We told you. It was not the sleeping keyholes that guided you. They are not the reason you are here. You've been on a path, one we laid out for you. That sigil on your chest is the proof. What? See, that sigil, the X, it tells us where you are at all times. You had wondered aloud before why we kept showing up where you were. It's because we need you, Sora. Or, to be more precise, we need what will be left of you. The 13th Dark Vessel. Why? I... Why was it assured you would come here today? Because I followed my destined path, and I'm here looking at you right now. You can move through time, but time itself is immovable. Today, all of my selves throughout time were meant to gather here and to welcome you, Sora, as our 13th member. These facts cannot be changed. What's gonna happen? I have now told you all that I know. We are all here. And what the future holds in store is beyond my sight. I will return to my own time and grow into the man who becomes all these others. While I know this future now that I have lived it, returning to my own time will erase the memories and experiences I have gained here. Still, my appointed path is now etched in my heart, which will first lead me to seek the outside world. Riku. Your heart will sleep forever in the folds of darkness, and your body will be another vessel for me. So light gives way to darkness. Good night. So wird der Plan mehr oder weniger auf uns hinuntergeschüttet. Diese Rüstung kennen wir doch. Mit Sora verbundene Herzen. Okay.
Und hier sind wir wieder mit Rico. Weil Sora ist nicht da. Und wir haben jetzt keine Sturzanzeige mehr. Hm, was hat das zu bedeuten? Geschichte, die Welt, die niemals war. Mit Rico sind wir noch nicht fertig. Ja. Mit Sora sind wir jetzt erstmal fertig. Jetzt war da nicht die ganze Klärung. Und Angriffe, ja, mit Sora. So, da der letzte Kampf ganz schön schwer war, wollte ich vielleicht ein bisschen trainieren, aber nee. Wer hat das schon irgendwie schaffen? Mit Rico haben wir ja bessere Schlüsselschwert. Und ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht hier in der Story. Wahrscheinlich wird der letzte Part sogar der nächste Part sogar der letzte Part sein, weiß man nicht. Je nachdem, wie ich mich anstelle. Der Kampf gerade war ein bisschen heftig. Okay, dann würde ich dann sagen, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.